Nicht bald Oral. Andy? Andy? For real? Really? Sammeln. Gedenktafel des Bahnhofs. Eins. Rasten. Rasten oder rasten? Mächtige Eisenbahn. Rasten. Mächtige Eisenbahn über Gleise, die durch diese Gebäude führten. Nun wurde dieser Ort zu einem Monument der Vergangenheit unserer Stadt transformiert und trägt der Geschichte auf den Gleisen unserer Erinnerung vorwärts. Herrlich. Was hat uns damals entgleisen lassen? Das frage ich mich immer noch. Der sieht. Guck mal, also ganz ehrlich, der sieht nicht aus, als käme er aus dieser Zeit, ja? Ganz ehrlich. Nur kurz und kurz Vortrag geschrieben. Gut, dass ich gut in die Geschichte bin. Aber guck mal, der sieht gar nicht aus dieser Zeit. Er ist Oral, Alter. Kann man denn sein Kind Oral nennen? Ganz im Ernst, Leute. Ganz im Ernst. Oral. Nenn ihn doch gleich Oral B oder Oral Borste. Denen die üblen Nachrede überführen wurden, mussten Buße an ihrem Tauchstuhl tun. Oh. Bitterst. Natürlich, nenn mein nächstes Kind auch Oral. Oral B, komm zu mir. Man schruppe mir den Boden, Oral B. Nachname B. So, der Nachname ist Oral. Ja, vielleicht heißt er ja Bella mit Vornamen. So, warte mal. Irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas fehlt hier. War hier schon drin? Hallo? Huch? Okay, hier habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht das Bild da. Details. Ehemals Eigentum vom Richter, einem einflussreichen Richter, der Hexenprozesse diente, diesen historischen Anwesen als Gerichtssaal für viele Prozesse schaffte während der historischen Zeit. Okay, Ermittlung abschließen. Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Interessant. Also meine Vermutung war richtig. Und zwar meine Vermutung war ja, dass er diese Hexenverbrennung nachempfindet. Also nichts die Hexenverbrennung, aber die Hexentötung, indem er den Stuhl benutzt, indem er die Verbrennung benutzt, indem er alles andere gemacht. Gott, Power Oral. What? What? Leben am Limit. Alter, ich hoffe nicht, dass da jetzt noch irgendwas war. Hast du? Alter. Hä? Hä? Wir gehen hier durch. Say what, what in the butt? Natürlich.
Plakette der Geschichte der Hexenprozesse. Die Hexenprozesse von Salem endeten 1963, allerdings wurden in Europa bis 1750 weiteren Hexenprozesse mit restlichen Sanktionen geführt. Krass, Alter, krass. Ja, wie kommen denn die Züge ein nach dem anderen durch, Alter? Ja. Das nervt mich ein bisschen. Ich würde gerade gerne mal kurz auf Toilette gehen. Ich wollte immer ein echter Cop sein. Oh, bist du es aber nicht. Ich wollte immer ein echter Cop. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe auch nichts. Okay. Ich wünschte, Salem wäre für etwas anderes berühmt. Ganz kurz, ich bin auf Toilette. Ganz, ganz kurz. Bin gleich wieder da. Oh Mann, Leute. Scheiß Deutsche. Hier, Deutsche Bahn, Verschwörungs... Alter, was ist denn los bei euch? Eine ganze Ausstellung über den Tod. So, ich bin wieder da. Obi's back. Wow, ich hab mich gerade ein bisschen erschreckt. Alter, es ist laut, ey. Ja, Dementoren? Ja, aber diese komischen Dinger da wieder. Ah, aber guck mal. Da ist... Deutsche Bahn Song von, wie heißen sie noch gleich? Die A Cappella Sänger. Sänger. Thank you for shipping with the Deutsche Bahn. Traveling, oder nicht? Sagen die nicht Traveling? 6. Ach, oh, cool. 5? Wie heißen denn? Wise Guys. Ja, genau, Wise Guys. Danke, sehr gut. Genau, die meine ich. Oh, hier haben wir das... Wieso? Okay, wahrscheinlich, weil gleich Dementoren kommen. Joy? Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen.
Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Ey. Schaut mal an. Ziel liegt. Enthüllt. Tür und mehr, mal gucken, wie die da rum ist. Ich finde es so doof, dass so Sachen immer im Nachhinein mit, zu Schein kommen und man die dann erst enthüllen kann. Was, wenn da nicht vorher so drauf kommt? Ich finde das sau behindert. Ey, der Ausdruck ist kacke. Ich finde das sau blöde. Geistlich, gänzlich unpassend einfach. Ist auch schon wieder eins. Drei. Jetzt fehlen nur noch drei. Jungs, jetzt müsst ihr gut aufpassen, wo die letzten drei sind. Huch. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Sieht irgendwie nach. Oh, gibt es hier viele Hinweise. Okay, 14 Stück. Gut. Navigation. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Eine antike Kompasshäuschen. Okay, das sagt nichts. Bürgerkrieg. Das schon eher. Woman Power. Okay. Das ist ein Zettel. Das ist auch noch was. Okay, dann Chantalle. Jacqueline. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. So, also. Museumsgeister. Schriftplakette des Museums. Der namenlose Bürger gewidmet, dessen Großzügigkeit die Pflege unseres Stadterbes möglich machte. Wir restaurieren die Vergangenheit behutsam, um eine bessere Zukunft zu schaffen. So. Jacqueline Chantal Oral Wommenbauer. Oder auch Delfine. Was gibt's noch für Namen? Diese super geile Grauen auf den Gleisen. Boah, das hört sich schon echt mies an. Sammeln, mittelalterliches Hexenbuch. Der Malös, Maleficarium oder Hexenhammer, herausgegeben 1487, argumentierte für die Existenz von Hexen, deren Natur und Ursprung, ihre Kräfte und wie sie am besten zu verfolgen seien. Schön. Links noch was zum Sammeln. Habe ich. Genau das habe ich. Links vor zwei Minuten noch was zum Sammeln. Andi, bitte. Noch eins. Eins. Uah, was war das? Die sah gruselig aus, Alter. Gebt euch die mal bitte. Oh, jetzt verschwindet die natürlich. Da. Sammeln. Gebetsbuch. Das Vaterunser. Die Vaterunserprobe. Es wurde geglaubt, dass der Teufel niemals einen unserer Untergebenen alle Worte der christlichen Vaterunser aufsagen lassen würde. Die Angeklagten wurden angewiesen, es vollständig zu rezitieren und einige von ihnen, obwohl sie nur einige der Worte vergaßen, fanden sich in großen restlichen Schwierigkeiten wieder. Ich finde ja schon Schlomo ein schöner. Schlomo? Heißt es nicht Slow-Mo? Was für Minute 39 Kohle übersehen. Ey Leute, wollt ihr mich veralbern? Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Schalala. Kohle, Kohle. Schalala. Antworten finden. Das ist wieder ein Mädchen. Guck mal, ein Anker. Steckt fest. Schiffsanker. Ein großer Schiffsanker. Aye. Sire. Oh, da ist das letzte Stück. Die waren wichtig. Das bei...